Recht herzlich willkommen zur 180. Folge von City Skylines. Ja, wir sind drin, haben letztes Mal mit dem Müll das gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass wir vielleicht hier mal so ein paar Häuschen noch wegmachen sollten, die hier so stehen, weil die nicht so schön da sind, ne? Obwohl auf der anderen Seite sind schon relativ wenig, die hier zwischendurch sind. Also hier zum Beispiel sieht es ein bisschen schwieriger aus. Und die machen wir mal weg. Dann ist der Bodenrichtwert besser und so, ne? Das hat ja damit zu tun. Wir müssen nur gucken, dass wir nichts anderes erwischen. Sonst läuft's. Es ist ja fast nichts mehr da. Die sind ja alle glücklich und zufrieden, ne? Hier ist mal ein Haus zwischen, ne? Aber sonst steht nichts leer. Es wird alles wieder renoviert und bewohnt. Jetzt hier eine Autobahnauffahrt. So, da ist noch was. Immer schön gucken, dass das Häuslein grün ist, wenn wir es abreißen. Nicht, dass wir was anderes erwischen, ne? Da sind noch ein paar. Irgendwas war da doppelt passiert. Ich gehe von aus, dass es noch ein Haus war. Oder war es nur ein Jingle? Hier genau aufpassen, nicht, dass wir die Stromleitung erwischen. Das wäre sehr schlecht. So, da ist noch eins. So, da. Hier noch zwei. Da noch eins. Das und das. Das weg. Das ist auch weg. Das Hochhaus weg, hier sind nur drei Häuser. Ne, da hat es wieder einen Doppelklick gegeben, oder was? Naja. So ein bisschen sauber machen geht schon, ne? Das war nie ausgewählt, da war irgendwas anderes ausgewählt. Hier ist jetzt zwei erwischt. Aber okay. Läuft insgesamt. Was ist hier oben denn für ein Symbol gewesen gerade? Hier sind Raubüberfälle jetzt überall. Wir haben überall so ein paar Dingens. Ach, hier ist ein Müllproblem, oder? Das ist der Mülleimer, ja. Und hier sind Raubüberfälle. Das heißt, wir müssten mal gerade hier in unsere... Nee, da nicht, da rein. Und ein bisschen das Budget von der Polizei vielleicht erhöhen, ne? Machen wir mal 5% höher. Ja, dann ist das ein klein bisschen besser, ne? So, hier. Straßenunterhalt 25.000, ja, die werden dann auch nicht besser dadurch. Gut, jo. Hier siehst du, da sind überall jetzt Raubüberfälle, ne? Das ist jetzt nicht gut. Die haben jetzt gemerkt, dass die Polizei nicht präsent ist, ne? Vielleicht sollten wir da doch was tun. Gibt es denn Polizeistationen? Ist das Polizeiwache da? Haben wir da welche deaktiviert, ist die Frage. Ne, wir haben nur runtergeschraubt wohl, ne? Ja, das sieht so aus, dass alle da sind, aber nur das Budget niedrig ist. Das heißt... Wir gehen da mal wieder Richtung 75%, um das zu verbessern. Sieht man 15,6. Oh, das war die Feuerwache. Die machen wir auf 60% nochmal runter. Die wollte ich gar nicht.
Diese hier wollte ich, ne? Das Budget auf 75%. Ja, sollte dann nicht ganz so viel. Die 2.000, nee, das ist ja 2,75% von 7. Puh, keine Ahnung, wie viel sind's. Also wir steigern das ja auch nur um, haben es jetzt um 25% gesteigert, also keine Ahnung, wie viel es sein wird. Irgendwas bei 2.000 oder so vielleicht. Und dafür verschwindet dann hier auch diese Karte, diese roten Gebäude vielleicht besser weg, ne? Kann man das sehen, dass die hier sich farblich ändern? Ja, da werden welche blau. Okay, die Präsenz wird erhöht, man sieht's. Genau. Also das hat dann doch schon was gebracht. Hier, die fühlen sich viel sicherer. Okay, das hat was gerissen hier auf jeden Fall. Vielleicht wird es hier auch noch besser. Ist da bestimmt gerade der Polizeiwagen vorbeigefahren, ne? Ja, hier war gerade auch ein blaues. Ah, da geht jetzt das erste Symbol, ging jetzt glaube ich weg. Da kam zwar neues am anderen Haus hinzu, aber ich glaube. Was haben wir denn jetzt hier am Haken, das Polizeigebäude? Ist jetzt schwer zu sehen, ne? Dass es kommt. Also hier in dem Ghetto, da bleibt's. Insgesamt ist es aber besser geworden, oder? Hier sind noch ein paar. Ist die Abdeckung natürlich mit der Polizeistation nicht die beste, ne? Hier geht's. Bis auf da sind Häuser, wo es sich hält. Aber insgesamt ist die Kriminalitätsrate mit 11% relativ niedrig. Ne? Geht aber auch noch runter, wie wir gerade sehen. Jetzt nur noch 10. Gefängnisverfügbarkeit, okay. Ja. Jetzt ist wieder auf 11%, also doch nicht, ändert sich doch nicht, schwankt nur. Hier ist ein bisschen schwach, ne? Insgesamt ist es vielleicht besser geworden. Oh, was ist das hier? Das mal weg. Das mal anklicken. Das ist eine Polizeiwache. Und gegenüber? Okay, das ist Doppelmoral dann. Was kostet uns die? 360. Was das jetzt bringt, ist die Frage, ne? Also hier bringt es das auf jeden Fall, weil hier war ja schon viele, aber ob es das jetzt insgesamt das Entscheidende war, ne? So, dann machen wir wieder an. Da wird geräumt und hier ist irgendwo die Räumung noch beendet. Dann kann das auch wieder laufen. Die blinken nicht. Das heißt, die können wir wieder benutzen. Die blinken alle. Da oben ist noch einer. Räumung ist beendet, aber Gebäude ist abgeschaltet. Alles klar. Lass mal hier nochmal reingucken. Das läuft, wird geräumt. Ja, das können wir alles so lassen. Hier vorne ist am besten so. So, machen wir wieder aus. Das ist zu überlegen, wie sieht es denn mit dem Wagen, Müllwagen aus? Es gibt keine Probleme, die fahren hier gerade gut durch.
Ist die Frage, ob wir diese aktivieren und hinten welche rausnehmen, ne? Macht vielleicht Sinn. Machen wir nochmal hier die Übersicht an. Die vier, also wenn der da jetzt, da ist ja eine Räumung im Gange, ne? Gebäude leert sich. Wenn das geräumt ist, machen wir das aus und machen der eins an. Glaube ich, dass das Sinn macht, ne? Straßen. Ah, die sind in der. Also die beiden gehen auf jeden Fall, weil die in der Hauptstraße sind. Da müssen wir dann nochmal genau überlegen, ob das gut oder schlecht ist. So, jetzt gehen wir hier mal rein, weil wir müssen noch ein paar Industriegebiete hinzufügen, wie man sieht. Die wollen noch hier alle hinziehen. Dürfen sie das auch. Das gehört auch zur Industrie. Mal auf der Außenseite noch ein paar hin. Und Bewohner gibt es auch noch welche. Machen wir hier noch ein bisschen zu. So, dann sieht es doch schick aus hier, oder? Was waren das hier für welche? Achso, da können wir große hinmachen noch. Gut, dann sind das auch welche, die dazukommen können. Wir haben jetzt auch 71.000 Leute. Kommen voran. Kann man sagen, ne? Hier ist alles gut. Da läuft's auch. Hier hinten können wir noch das eine oder andere Häuslein hinzufügen. Hier am Wasser geht natürlich auch noch was, ne? Gewitter. So, passt. Wohnraum schaffen. Ist wichtig. Industriegebiet ist auch verlangt. Ja, ich weiß nicht, hier wollten wir das eigentlich zusehen. Ja, komm, machen wir hier mehr Büro noch hin. Das ist ja auch Industrie, haben wir eben gesagt, ne? Dann geht das gleich auch noch runter. Bei den anderen Flächen müsste man überlegen, ob man die nicht abbaut dann, ne? Aber was blinkt denn hier Schönes? Ist das denn da? Friedhof? Ja. Mehrere Probleme. Die Baustelle wurde geräumt. Sehr schön. Wurde es ist abgeschaltet. Was machen denn die Friedhöfe so? Gesundheitswesen. Bestattung an hier, ne? Na, das ist aber alles gut. Können wir so lassen, ne? Gut, dann lass den zu. Und wir sind immer noch hier, aber das ist nur noch grün, was da jetzt leuchtet. Wir brauchen mehr Wohnraum. Ja, das ist schon wieder schwierig, ne? Ist schon alles besetzt. Hier geht noch was. In groß, machen wir dann auch. Kleine Bezirke, gibt's da noch was? Ja, hier wäre noch was. Wohl, das ist hier die Skyline, das ist außen, mach da mal zu. Ja, dann ist der Wohnraum jetzt auch weg. Und wir sind bei 71,7, fast 72. Hier gehen wir gleich unter die 16. 43.000 plus, das ist schon mal cool. Wir müssen mal irgendwann gucken, dass wir hier mal die 16 Millionen bekamen, ne? Also ins Minus fallen geht ganz schnell, ne? Jetzt wollen sie auch noch ein bisschen Kommerz haben, sollen sie auch noch kriegen. Und dann wieder Wohnhäuser, ne? Machen wir dazu. So, Wohnraum geschaffen. Industrie ist noch wieder gefragt. Da können wir hier die Landwirtschaft noch ein bisschen ansteuern wieder.
abgeht, ne? Gut. Bürogebäude. Können wir die irgendwo noch hinpflanzen? Hier so ein paar Arbeitsplätze hier in der Wohngegend schaffen, ne? Geht auch da. Oh, das ist auch noch mit Hinterhof, okay. Dann möchte der Kommerz noch ein paar Häuschen haben. Machen wir hier noch was zu. Hier geht ja auch noch was. Einkaufsstraßen hier bilden. Machen wir da noch hin. Was ist das? Weiß ich nicht. Ein Arzt oder sowas, glaube ich. Gut. Dann geht's da weiter. Wetter ist richtig schäbig, voll am Regnen. Okay. Gut. Da sind wir dann schon wieder ein ganzes Stück weiter. Jetzt ist die 272.000 Grenze gleich erreicht. Wir haben hier noch ein kleines Plus. Sind noch zufrieden. Und hier sind wir auf jeden Fall auf dem Weg, dass da vorne eine 15 steht. Gut. Ja, es ist ein bisschen zu überlegen, ob wir irgendwelche Gebäude wieder eröffnen, die wir geschlossen haben, die für die Allgemeinheit wichtig wären. Was ist denn das hier? Das weg, das dran und der ist aus, der Friedhof. Okay, dann lassen wir den auch aus. Ja. Das wäre jetzt die Frage, ne? Dass diese Sondergebäude, Monumente sind jetzt nicht so das Entscheidende. Diese einzigartigen Gebäude. Casino, ne, das war es jetzt nicht. Also was ich jetzt meine, ist zum Beispiel das Fußballstadion, ne? Ist, glaube ich, deaktiviert. Daneben ist eine Shopping Mall. Die ist, glaube ich, auch deaktiviert. Dass man sowas jetzt wieder eröffnet, ne? Hier. Unterhalt, Einkaufszentrum für Mäßigung. Dass man sowas wieder. Ein günstiges Einkaufszentrum. Was kostet das die Woche? 160. Ist im Normalbetrieb. Alle drumherum haben sich gerade gefreut. Das ist nämlich das, was wir jetzt auch machen müssen. Damit wir ab und zu so ein Gebäude mal dazu nehmen. Gut, okay. Hier sind wir unter die 516 gerutscht. Und hier klappt es vielleicht jetzt gleich nicht mit den 72.000. Tendenz fallend, oder? Kriegen wir da auch noch die 72 hin. Da ist sie. Gut, okay, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.